Was erwartet uns diesen Herbst im Vergleich zum Vorjahr? Ja, wir haben eine völlig andere Ausgangslage, speziell weil es eben einen anderen Immunisierungsgrad gibt in der Bevölkerung, aber auch weil wir heuer eine, unter Anführungszeichen, Sommerwelle erlebt haben, die wir nie so breit gesehen hätten, wie sie tatsächlich dann war, speziell auch mit den hohen Infektionszahlen. Aber egal, Fazit ist, dass die Immunisierung in der Bevölkerung jetzt mal runtergehen wird und wir doch aufgrund der anstehenden Saison, nämlich Reiserückkehr, alle Menschen gehen mehr oder minder wieder zur Arbeit, das heißt volle Belegschaft, Kinder und Jugendliche gehen wieder in die Schulen, dass wir hier auf jeden Fall, und das kann man sehr gut sagen, einen Anstieg, Achtung, an Infektionen rechnen müssen. Wie sich das dann in den einzelnen Spitälern auswirkt, kann man heute nicht genau sagen, weil es auch davon abhängen wird, welche Varianten wir hier zu erwarten haben. Es wird sich vielleicht, hoffentlich nicht, denke ich, eine Überraschung auftun. Möglicherweise gibt es hier einen virulenteren Stamm, sprich einen, der sich deutlich rascher ausbreiten kann. Was wir uns nicht wünschen, ist eine Variante, die virulenter ist und zusätzlich auch krankmachend oder zumindest so krankmachend wie Delta oder auch die Omikron-Variante. Also von daher kann man sehr schwer sagen, wie es sich so auswirkt. Was man auf jeden Fall sagen kann, dass der Best Case, nämlich das ist alles easy und es braucht überhaupt keine Maßnahmen, dass man das, von dem muss man sich auf jeden Fall verabschieden. Davon auszugehen, ist, denke ich, kindisch. Welche Maßnahmen werden im Herbst wichtig sein? Also prinzipiell wissen wir ja, was wir zu tun haben, egal ob es in der Schule ist, in der Arbeit oder im öffentlichen Raum. Ich denke, es gibt hier drei große Probleme. Das eine ist, dass alles rund ums Impfen ein schwieriges Thema geworden ist. Der zweite Punkt ist, dass selbst was jetzt Corona-Maßnahmen, Hygienemaßnahmen, die so einfach sind, also wirklich watschen einfach sind, dass es auch hier ein Hin- und Hergezerre gibt. Und der dritte Punkt ist, ja, die Testsysteme sind runtergefahren und man muss sich schon überlegen, wie wir jetzt oder welche Strategie wir verwenden werden, diese Tests wieder zu etablieren und vor allem in welcher Form. Wie wird das gehen? Und von diesen Faktoren wird es auch abhängen, wie dann die Situation ausschauen wird. Also noch einmal, Wissen haben wir genug. Das Problem ist die Umsetzung dieser Maßnahmen. Hat die schon stattgefunden? Wird die noch stattfinden? Wird die Bevölkerung mitgehen? Und letzte Frage, wird die Politik das auch endlich so vermitteln können, dass es in der Bevölkerung nicht dieses, die wissen nicht, was sie tun, einmal sagen sie das, einmal sagen sie jenes, ich käme eh nicht mehr aus, mir ist wurscht. Wenn das weitergeht, naja, dann haben wir eben Probleme mit der Epidemie und ich denke, das hätten wir eigentlich alles nicht mehr notwendig. Wir könnten dann, so wie jetzt, ein öffentliches Leben führen, aber ohne Begleitmaßnahmen ganz wird es halt nicht gehen.